Ja, willkommen zurück zu Wilde Sachen mit John. Mit John natürlich. Hallo. Und Grit Autosport. Wir haben uns gedacht, wir nehmen einfach mal wieder ein paar Folgen auf. Weil. So, können wir loslegen, oder? Jo. Ich bin bereit, ich bin bereit. Erste Runde, ach ja, wir fahren Street Hot Hatch Klasse. Erste Runde ist, glaube ich, Hockenheim irgendwas. Kurzstrecke, irgendein B oder so. Ja, genau, Kurzstrecke B. Ah, da ist diese Ekelkurve nicht dabei. Diese Ekelkurve ist die Hanna der Kurve, oder wie? Ja, die 90 Grad. Naja, Hornade. Ja. Ne, 90 Grad nicht, 180 Grad. Ah ja, ist dasselbe. Nur ein bisschen weiter. Da ist mein Mini Cooper. Yay. Ey, was ist denn hier? Oh ja, hat der eine die gleiche Lackierung wie ich. Verdammte Axt. Wer startet als Erster? Wie immer. Lacker. Das habe ich gerade nicht eingestellt. Startaufstellung ist, glaube ich, zufällig. Hätte man eigentlich mal nach Saisonpunkten machen können. Weil wir jetzt hier quasi Ach so. etappenmäßig Events fahren. Naja, zu spät würde ich sagen. Schon. Ja, ich pla start auf Platz 9. So scheiß Mini Cooper. Ja. Drück doch mal aufs Gas, Mini. Oh, das war meine Motorhaube. Schon wieder. Ja, die fliegt halt ständig ab. So Hier wahrscheinlich steig mal auszusehen. zurück. Ey, verpiss dich! Ich hätte mir echt den Golf holen sollen, ne? Der Mini ist irgendwie. Geht irgendwie gut, ja? Ja, der Mini geht irgendwie so gar nicht. Für den ersten eben. Da hast du aber noch gesagt, der geht gut. Ja, die Beschleunigung ist halt gar nicht vorhanden quasi. Aber Die Beschleunigung hat heute wer einen Acker rausgeworfen. Aber wir fahren auch rückwärts. Fällt mir gerade so auf. Also Hockenheim rückwärts. ja, keine Ahnung. Vor allem, ich bin auf Platz 9 gestartet. Er kommt einfach nicht aus dem Knick, der Mini. Ja, vielleicht kannst du noch irgendwas mit dem Tuning machen. Ja, dafür muss man erstmal das Tuning freischalten. Dafür Muss ich müssen wir fahren. leveln. Naja, und? Geht doch. Fährt doch gerade mit dem Mobile. Naja. Warte mal, Paris war jetzt gar nicht mit dabei, ne? Nee. Zum Glück. Paris mit der Karre, hast du es noch alle? Wieso? Ist so bestimmt Oh lustig. fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Vor allen Dingen bist du in der Karre rausgeflogen. Bin gerade so völlig Brain AFK gewesen. Ist einfach rausgefahren aus der Kurve. Das wäre dann Eis.
Oh nein! Vor allen Dingen, das ist das erste Mal, dass ich wirklich ein bisschen mal in Führung bringe. Sonst wärst du die ganze Zeit hier unten. Ja, kaum ist die Aufnahme an, ne? In Wirklichkeit habe ich dich ja die ganze Zeit hier mitten lassen. Ja, ja, na klar. Richte das ruhig ein. Ich überschlag mich eh gleich. Ich weiß das. Ach, es sind ja nur 3 Runden hier. Oh ja. Sag mal, wie hat man eigentlich die Felgen verändern können? Straflinie überfahren. Fuck. Felgen, nö. Das kann nicht fürs Bild. Doch, man könnte die Felgen verändern. Ich muss auf jeden Fall das Spiel ein bisschen leiser drehen, das ist viel zu laut für die Aufnahme. Ich höre dich super, aber ich denke, auf der Aufnahme wird man dich nicht sonderlich gut hören. Da muss ich wieder schreien. Oh, Heckaufhängung, Tuning, Frontaufhängung, Tuning, das ist alles nicht, was ich will. Oh, ab ins zweite Event. Dip, 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 dip. Dubai. Ja, ist nach Punkte die Startaufstellung. Mister. So. Und geht gar nicht leiser zu stellen. Nee, die Startaufstellung ist nicht nach Punkte. Oh. Level 10 gibt's erste Gewichtsreduktion. Ah, wieso? Ich bin... Oh, lol. Wurde doch gerade als Zweiter angezeigt. Jetzt bin ich starte ich auf einmal als Sechster. Ja, das war die Punktetabelle. Schon wieder meine Motorhaube verloren. Das ist irgendwie das erste, was ich im Rennen mache. Motorhaube weg. Der Motor muss atmen. Was? Stimmung auf der Strecke ist aggressiv, okay.
tief stehen. Verstehe ich nicht. Also es wird auf jeden Fall nicht meine Lieblingsstrecke. Ist eine meiner Lieblingsstrecken, allerdings nicht die kurze Version hier. Aber mit der Karre ist sowieso alles scheiße. Nee, siehst es doch, du ziehst einfach weg. Deine Karre ist so viel besser, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht, das Rennen zu fahren. Jetzt müssen wir doch wieder die Hyper-Tuning-Dinger holen. Wo holst du den Golf? Ja, ich werde mir eine andere Karre holen. Ja, der Mini Cooper hier, der geht gar nicht. Kannst du innerhalb von der Saison noch ein anderes Auto holen? Bieten, nee, kannst du nicht. Kannst die Karre nicht wechseln mitten in den Events. Ist ja auch egal, lass uns die 5 Events fahren und danach können wir wechseln. Da gibt's erst in der zweiten Folge ein anderes Auto. Diese scheiß Kurve immer wieder. So ewig nicht mehr fahren die Strecke. Das Spiel lief ja auch wahrscheinlich eine ganze Weile. Das extra gewartet. Naja, ihr wartet nicht, aber. Meine ganze Seite ist ein Arsch gewesen. Na, nur die linke, an der rechten Seite habe ich nicht einmal angeeckt. Ja, bei mir war es glaube ich auch nur links. Naja, wohl rechts habe ich andere weggeschubst. Das wird da bestimmt auch was gewesen sein. Level, ich könnte jetzt erst die Tuning reinpacken in die Karre. Ja, welches Level ist denn da in der Karre jetzt? Level 11. Könnt jetzt die Gewichtsreduktion die erste machen. Oh, ich habe jetzt Level 10 erreicht, Gewichtsreduktion zu packen. Na, das könnte ich auch einbauen jetzt. Mache ich aber nicht bei der Karre, weil ich verkaufe die ja nach den 5 Events hier. Oder ich, na gut, ich verkauf's ja nicht, ich lasse liegen. Bam, bam. Herzlich willkommen beim heutigen Event. Peter Fox erwartet uns. Forum Games. Auf Straßenkurven gibt es nicht die luxuriösen Anlagen, die auf eigens gebauten Strecken, die für solche Events optimal ausgelegt sind. Fahrer, die gut kombinieren und ausgleichen können, sind heute klar im Vorteil. Starter als 8.
5. Ich weiß, ich sehe dich. Solange eine Lücke da ist, passt der Mini durch. Das ist wie ein Smart. Autokontakt Auto ist vorgesehen. Das heißt, ich merke gerade, es ist auch rückwärts die Strecke. Ist aber eine meiner Lieblingsstrecken in dem Spiel. Zumindest von den Standardstrecken. Ich will immer von der Crew immer Nitro geben. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass ich öfter mal A drücke. Mann, was machst denn du? Na, um die Kurve fahren. Aber wie? Ja, der hat keine Beschleunigung. Wenn du mit dem bremst, dann stehst du erstmal. Ja, das ist wegen dir. Fuck, Alter. Hast du gerade die Tür bei dir zugemacht? Alter, ich hab's heute echt nicht so mit dem Bremsen. Hau ab jetzt hier! Mein Auspuff schleift schon vom Boden. Aber du hast die Kurven auch nicht so sonderlich gebremst, oder? Ja, dabei irgendwie habe ich mich auf dich konzentriert. Das ist eine blöde Idee. Ja, vor allen Dingen, wenn du gar nicht bremst. Hallo. Ich komm aber auch nicht an dir vorbei, verdammte Scheiße! Alter! Arschloch! Meine schöne Seite! Wichser! Wow! Schön! So, diesmal auch bremsen hier. Kommt man gleich viel besser um die Kurve, ey. Vor allen Dingen meine Lenkung ist schon wieder total im Matsch. Mir ist noch alles okay.
Kann auch. Ich hab mein Auto vorher nicht repariert. Kann auch, irgendwie hab ich auch nicht. Das ist auch völlig egal, die Lenkung wird so oder so vor jedem Rennen repariert. Ja, der Zustand steht nur auf 90% und so, und dann extra einmal an und dann hast du direkt wieder einen Schaden. Was denn du? Arsch! Achso! Ah, herrlich! Ey! So haben wir aber nicht gewettet hier! Ja, ja, bleib schön dazwischen! Kommt hier einfach so ein blöder Spanier! Der kann ruhig dazwischen bleiben, da ich ein bisschen Punkte vorsprung. Ja, wenn der sich so einfach ausbremsen lässt, kann ich auch nichts für. Hallo. Blum, blum. Was hast du denn gemacht? Ich hab mich voll gedreht, beziehungsweise dieser Assi hat mich voll abgedreht. Nein, siebter, nein! Ich wusste doch. Das passiert mir immer. Jedes Mal das gleiche. Ich werde immer nur letzter. Oder erster. Oder vielleicht auch manchmal zweiter. Vorwiegend letzter. Alles Gute ist, du kriegst jetzt gar keine Punkte. Als siebter? Na ja, gut, als siebter sollst du vielleicht noch 3 Punkte kriegen oder so. Aber als letzter kriegst du gar keine. Zuschauen. Max Lloyd wollte ich gar nicht, ich wollte schon zuschauen. Naja, schauen wir dem zu. Der fährt auch einen Cooper, Mini Cooper. Der letzte. 8 Punkte. Oh, 8 Punkte noch, okay. Mit jetzt mit weniger, na gut, der erste kriegt 20. Oh, der letzte kriegt doch noch einen Punkt, okay. Bodenfreiheitstuning Stufe 1. Okay. Ja, dafür kannst du den Cooper wahrscheinlich noch ein bisschen mehr tunen. Wie ich mein Golf. Ich glaube eher weniger. Das ist jetzt Mount Panorama Motorsportkurs. Okay. Hey, erster. Ja, 4 Punkte Vorsprung. Ja. Ja, dann muss ich jetzt die 2 Rennen noch gewinnen. Und wenn du Zweiter wirst. Ja, erst mal gucken, was passiert mit dem scheiß Mini.
Was ist denn das? Diese Bodenfreiheit ist doch nur hier so ein. Ja. Niedrige Bodenfreiheit erhöht die Stabilität, kann aber zu. Und Steuerung führen. Hohe Bodenfreiheit verringert die Stabilität, kann aber zu. Was? Nee. Unter. Ja. Wie viele kannst du nehmen hier? Wie viele Tuning-Sachen? Ne, du hast einmal die, das Fahrzeugtuning, da hast du die Bremskraftverteilung, Differential, Übersetzung, Bodenfreiheit, ja, Aufhängung und so weiter. Fahrzeug-Upgrades. Und dann Fahrzeug-Upgrades hast du 5. Ne, warte. 2, 4, ja, doch 5. Das ist bei jedem Auto gleich, also. Oh, du bist letzter. Das ist super. Ich bin zweiter. Das ist schon mal ziemlich unfair. Das mit der Startaufstellung ist sowieso irgendwie. Scheuer. Ich weiß nicht, ob das umstellen kannst. Ja, klar kann ich das umstellen. Ich hab's halt vergessen einzustellen. Ich wollte es eigentlich auf Punkte im Event machen. Ich habe jetzt hier die ganze KI vor mir, anstatt dich als Gegner zu haben. Aber die Strecke ist geil. Das hast du bis jetzt zu jeder Strecke gesagt. Nö, gibt auch welche, die ich gar nicht mag. Aber die sind bei uns hier nicht dabei. Das wusste ich. Oh fuck. Welcher Platz bist du? Sechster. Hab zwischendurch mal kurz in den Kies geguckt, wie spät das ist. Ja, es ist soweit. Ja, es ist Zeit, ein paar Plätze zu verlieren. Und zack, war ich wieder Sechster. Ja, was der Mini nicht an Beschleunigung nicht mitbringt, das bringt aber an Endgeschwindigkeit mit. Ist ja doch nicht so schlecht, das Auto. Ah, das bringt sie nur halt auf kleinen Strecken nichts. Wenn du keine langen Geraden hast, dann bringt dir deine Endgeschwindigkeit so überhaupt nichts. Verstehe auch nicht, dass du nur die 5 Strecken fahren kannst mit den mit der Klasse. Ja, du kannst doch nicht nur die 5 fahren. Das ist eine zufällige Auswahl. Und du kannst maximal 5 Events aneinander rein. So hätten wir auch andere Strecken in den Cup nehmen können. Ja, natürlich. Schrei mich doch nicht gleich an. Ist halt einfach nur eine zufällige Auswahl. Ich hab einfach auf zufällig gedrückt und hab dann auf OK gedrückt. So.
Mach mal die Tür zu. Ach, geht's schon. Nochmal abgeflogen jetzt. Ja, die eine Strecke wieder zu spät gebremst. Ich war eigentlich schon wieder Dritter. Bin jetzt wieder Sechster. Kann ich ja nächste, im letzten Rennen ja doch nochmal verkacken. Ja, bei mir ist auch der Antrieb und die Lenkung im Arsch. Aber nicht von Crashes oder sowas, einfach nur durch Dings. Kies. Durch den Kies? Ist ja sonst nichts weiter mit mir passiert. Ich bin einfach nur zweimal in Kies gefahren. Da ist die Lenkung ein bisschen gelb. Ja. Ist nicht rot oder komplett kaputt oder sowas. Nur ein bisschen angetischt. Zieht die ganze Zeit ein bisschen rechts rüber. Das hilft natürlich in Rechtskurven, ist ein bisschen nervig in Linkskurven. Ach! Robert hat in Fahrphysik aufgepasst. Tja, herzlichen Glückwunsch, du hast einen Stern für den Arsch, für das Arschloch des Tages verdient. Aber den nächsten hole ich mir wieder, ja. Was? Na, Stern für Arschloch des Tages, ja klar. Kannst du nicht meine Sterne hier kriegen. Wir sind ja nicht bei Mario, hier bei Super Mario, das ist ein Sterne sammeln müssen. Aber eins ist Fakt, der Mini Cooper gefällt mir gar nicht. Fährst du mit Natur? Lol. Wäre ja schon ein bisschen unfair, oder? Ich weiß nicht. Kommt drauf an, wie viele Räder du hast. Fahr mal rückwärts ins Ziel. Ich bin rückwärts ins Ziel gefahren. Yippie! Vor allen Dingen fährt volles Ballett rückwärts die KI zu drehen. Und fährt halt voll die Rücklichter kaputt. Kannst du nichts machen. Und 12 Sekunden ist eigentlich gar nicht so viel. Da hast du manchmal mehr Abstand als Zweiter. Stimmt. Oh, letztes Event für die Folge. Und dann hole ich mir eine andere Karre und dann nehmen wir noch eine Folge auf. Auch wieder mit 5 Events, aber andere Strecken. Rennen 5 von 5.
Kann das sein, dass wir nur zu zweit sind? Ne, wieso? Stehen da die ganzen NPCs da? Schleife rückwärts übrigens. Bon, Französisch. Will ich gar nicht versuchen auszusprechen. Also bei mir sind wir nur zweit. Bei mir ist die KI alles da. Jetzt sind alles Ghosts. Jetzt nicht mehr. Was war das? Wow, wow, wow. Welcher Platz bin ich bei dir? Erster jetzt. Und die KI-Fahrer sind auch auf einmal alle stehen geblieben. Fahren jetzt langsam weiter, lol. Die backen gerade ein bisschen, würde ich sagen. Wieso hast du jetzt freie Fahrt oder was? Bin jetzt Zweiter, ja. Mir wird halt nur 1 und 2 angezeigt. Ist auch niemand weiter auf der Strecke. Mir stehen die KIs hier am Start rum. Also ein Teil von denen unten Teil fährt. Das ist wahrscheinlich die Hälfte der KI wird von dir berechnet, die fährt gerade nicht. Versuch immer wieder Nitro zu drücken, so auf der Zielgeraden. Vor allen Dingen, passiert halt einfach nur noch 17 nix. Punkte. Ach so, für den zweiten. Na gut, ja. Zweite kriegt schon die ganze Zeit nur 17, oder? Ja. War 1,5 Sekunden schneller meine beste Runde als deine. Tja, da kann man nichts machen. Du steckst nicht drinne. Was ist die Hälfte? Na, die KIs fahren noch. Ja, und die KI, die nicht fährt, die fährt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag beim Klang der Posaune oder was? Nee, eigentlich sollte es nach einer Minute ja Ende sein.
Also theoretisch einfach nur eine Minute warten. Ja, Minute müssten wir eigentlich schon erreicht haben, oder? Also, liebe Damen und Herren, ich habe natürlich gewonnen, war ja klar. Und ja, das Spiel hat sich aufgehängt. Was, bei dir hat das Spiel aufgehängt? Nö, bei mir hat sich das Spiel nicht aufgehängt. Die Blätter wehen durch die Botanik, aber bei mir werden uns zwei Dinge angewählt, angezeigt. Oh, jetzt? Ja, weil ich das Event verlassen gedrückt habe. Ach so. Ja, ich habe gewonnen. Und ja. Ja, dann würde ich sagen, macht's erstmal gut und bis zum nächsten Mal. Bis denn.